Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Revolution. Und heute wollen wir mal an der Reaktorturbine weitermachen. Die Produktion da unten läuft ja eigentlich ganz gut. Ich sage jetzt bewusst eigentlich, weil... Oh, wir haben keinen Treibstoff hier, okay. 1, 2, 3... 4 Buckets dürften reichen. Ich sag bewusst eigentlich, weil ich es noch nicht weiß. So. Ich meine, prinzipiell die Pellet-Produktion läuft gut. Aber bis das erste Mal der Reaktor gefüllt ist, dauert halt ewig. Das ist das einzige Problem, das wir haben. Aber sonst ist alles cool. So. Gut, sobald der hochgefahren ist, wird das hier schon laufen. Ich verlasse mich einfach mal drauf. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Ich hoffe es. Gucken wir mal hier runter. Wie weit ist denn der Reaktor schon? Also in den oberen Behältern ist noch nichts, wie ich das sehe. Und der Kern hat hier 530 Grad nach wie vor. Also fehlen da noch ein paar Reaktor. Oh. Ach, dahinter muss ich ja gar nicht. Ein paar Reaktorkammern. So. Machst du mal wieder ein paar. Ja. Hier brauchen wir das Lubricant und noch zwei Turbinen. Oh je. Ach hey. Ja, die Sache ist jetzt die. Wir haben hier den Motor. Hier kommen wir noch. Das sind jetzt drei, ne? Ja, drei, vier, fünf. Okay, und hier kommt der Motor hin. So. So. Und der Motor hat als Ausgang die Supraleiterkabel. Und die können wir eigentlich hier sogar sichtbar verlegen, wenn wir das dahinter schön machen. Na komm, geh da rein. Geh doch da rein. Jawohl. So. Concrete. Ah ja, genau. Hier muss noch eine Schicht weg. So. Warum ist mein Stab eigentlich so leer? So. Ach ja, und Botania. Ja, müssen wir auch noch machen. Das wäre dann, glaube ich, so das nächste, dass wir Botania weiter ausbauen, um die Item-Verdopplung ein bisschen abzugraden. Das ist, glaube ich, schon recht wichtig, um besser an Quarz und so zu kommen. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. So. Und zack. Ja, ich denke mal, das kann man so lassen. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man das so sieht. Das kann... Oh, ich kann die einfach nicht despawnen lassen. Das tut mir in der Seele weh.
Aber ich glaube, es hat auch keinen Sinn zu versuchen, hier alles zu retten. Ja, jetzt stellt sich natürlich schon die Frage, wie das mit den Kabeln jetzt läuft. Ist, wo ist Input und wo ist Output? Ich glaube sogar, ach, das kann ich sogar lassen, dass oben Input ist. Aber das werden wir sehen, wenn der Reaktor dann erstmal läuft. Und an der Seite Output. Oder ist oben In- und Output? Kann ich das so machen? Weiß ich nicht. Will ich eigentlich gar nicht. So ist mir lieber. Weil ich will hier unter Umständen noch einen Resistor einbauen können. Weil ich irgendwie das ungute Gefühl habe, dass das Ganze hier viel zu viel Energie abkriegt. So wie... So wie wir es jetzt haben. So. Schauen wir mal auf die andere Seite. Jo. Dann brauchen wir ein Reservoir zum Lubricant puffern. Ja. Eigentlich kann ich da jetzt eh nicht mehr rumlaufen, ne? Egal. Denn da kommt jetzt hier die Lubricant Hose hin. Die muss aber auch auf die Höhe hier. Denn hier geht's rein und hier unten geht's raus. Und jetzt ist auch nochmal die Frage wegen der Turbine. Boah, geil. Unser Reaktor läuft. Hat halt auch nur 100 Jahre gedauert. Irgendeiner hier oben hat, ist jetzt wahrscheinlich, hat mindestens ein Pellet, oder? Ach, nö, nicht mal. Ach, das ist einfach nur ein bisschen lame so. Okay. Ja, wir machen mal nicht mehr. Ja, das ist gut. Ach du Kacke. Ach, und der ist natürlich heiß, der Dampf. Klar. Wir brauchen einen Lever. Oder eine Redstone Torch. Bitte, gib mir eins von den beiden Sachen. Da ist ein Holz, okay. Egal, ist eine Kobbel. Ja. Erstes echt eine Glanzleistung jetzt hier gewesen von mir. Ich wusste aber auch nicht, dass sich der Dampf hier so krass ausbreitet. Ich hoffe mal, der verschwindet nach einer gewissen Zeit, sonst ist das doof. Das ist auch eher suboptimal. Man sieht halt auch nichts, ne? So, so und so. So, so. Da geht das Lubricant dann rein. Oh Gott, das hat sich hier oben ausgebreitet. Das ist ja furchtbar. Ich
Das geht dann hier übrigens auch durch die... Wow, der Dampf steht jetzt hier einfach nur noch. Das geht hier so durch die Turbine und hier drunter. Hier müssen wir vielleicht noch ein kleines Loch reinmachen, damit sich hier der Dampf sammeln kann. Der überschüssige. Beziehungsweise, eigentlich müssen wir das fast so machen. Ein bisschen Mist aus dem Inventar. Sammelt sich jetzt hier in dem Rohr Dampf an? Ja, 43 Kubikmeter sind in dem Rohr. In dem Rohr kann unendlich Dampf gespeichert werden, was uns schon mal helfen dürfte. Die Canola sieht's, ey. So, die kriegen jetzt von mir alle schon mal einen Stack zum Start. Okay, wir müssen hier nochmal vorbei. Ach nee, Moment noch. Ich komme ja so da dran. Oh je. Gut, mehr Canola-Seeds holen wir uns aber definitiv nicht. Fehlt denn jetzt noch irgendwas? Ja, die Einstellung hier oben fehlt. Insert. Ist das der gleiche Concrete? Nee, aber ich wollte eh den. Fällt mir gerade so ein. Passt ganz gut. So. Die Decke soll natürlich aus Deckenbeton sein. So. So weit, so gut. Du hast hier tonnenweise Seeds. Pumpst die hoch. Also ein Zwischenpuffer wäre nicht schlecht, aber haben wir gerade nicht. Nur ein Zwischenpuffer für Lubricant. Da bin ich auch sehr gespannt, ob das was bringt. Ah ja, und hier sammelt sich jetzt ein bisschen CO2-Gas. Ah ja. Und es wird mehr, oder? Ja, 64 Kubikmeter. Okay. Was ist das mit Concrete? Ne, wir haben doch sicher. Wir machen hier mal so eine Säule. Einfach nur, damit hier im Zweifel der Steam nicht rauskommt. Und da kommen dann noch irgendwann mal zwei Fenster rein. Das Ding hier gehört doch gedreht, oder? Ne, gehört's nicht. Okay. Hier wird sicher irgendwas explodieren, sobald es läuft. Ich bin mir fast sicher. Okay, das wird gedüngt und produziert und das geht hier hoch und sobald hier Energie drauf ist, geht die Party ab. Ja, da müssen wir jetzt nur noch die Initialzündung, behaupte ich jetzt mal, starten. 700 Grad. Ja, läuft schon gut aktuell. Läuft schon gut. Okay. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz ins Wasserkraftwerk, wo wir schon genügend Lubricant haben und zwacken da ein bisschen was ab, um die Turbine erstmal zu starten. Und danach wird ja durch die Energie, die die Turbine zum Starten braucht, das Lubricant erzeugt, um die Turbine zu treiben. Oh, ich wollte gerade schon sagen, was ist los? Wir haben zwar jetzt deutlich weniger Verarbeitungsanlagen, aber wir haben auch deutlich mehr Energie. Und meine Hoffnung ist, dass deshalb drei reichen. Wie sieht's hier eigentlich aus mit Lubricant? Mal blöd gefragt. Komplett voll, okay. Das heißt, wir können uns schon mal so
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8000 Millibuckets abzwacken. Ach, weißt du was? Wir zwacken uns 10.000 mit. Ach, 10.000 Millibuckets ab, weil hier ist wirklich in Hülle und Fülle. Die Dinge hier sind wahrscheinlich. Ja, komm. Ich habe nur ehrlich gesagt wirklich ein bisschen Angst davor, was jetzt gleich passiert, wenn ich das Lubricant in die Turbine kippe. Weil dann geht's unmittelbar los. Ich fände es nämlich nicht so schön, wenn uns das Atomkraftwerk gleich in die Luft fliegt. Auch wenn es nur die Turbine ist, die in die Luft fliegt. Wobei theoretisch passiert noch überhaupt, es passiert noch überhaupt nichts richtig, weil wir es ja noch nicht angeschlossen haben. Das heißt, braucht ihr irgendwie eine Startmenge oder so? Ach nee, die arbeitet einfach nicht mit dem Dampf, der sich hier oben angesammelt hat. Boah. Schauen wir mal. Ich glaube, dass der Lubricant-Verbrauch okay ist. Aber sicher bin ich. Das war jetzt. Ah ne, okay, ich bin nicht in die Turbine rein. Boah, ein Glück. Weil die Turbine ist ganz schnell kaputt. Und wir brauchen hier einen Shot. Haben wir schon die Türen da? Doors. Doors. Ne, wir haben keine Türen da. Haben wir Fenster da? Ja. Wir müssen echt aufpassen mit dem Zeug hier. Wir schauen mal kurz hoch, ob wir noch mehr Fenster haben. Ich habe keine Ahnung, wie wir den ganzen Steam da jetzt wieder loswerden. Das wird wahrscheinlich noch ein Spaß. Aber mal gucken, da finden wir schon eine Lösung. Können wir auch eigentlich gleich die Türen mitnehmen, ne? Wo ist denn die Laboratory Door? Laboratory Door. Ja, ich konnte das ja einfach so irgendwie. Ja, genau so. Ah, ja. Okay. Na gut. Genau, und das Glas, das wollte ich noch holen. Das ist auch sehr wichtig. Wie sieht es eigentlich hier aus? Sehr gut. Da. Okay. Sehr, sehr schön aktuell. Sehr, sehr schön. Das brauchen wir gerade in der Sekunde nicht. Dann machen wir unten mal kurz die Tür rein, damit hier nicht der ganze Reaktor bzw. das ganze Kraftwerk mit Dampf verseucht wird. So. Zack, zack, zack. Wir brauchen dann noch einen Zugang zum Reaktor. Ich denke mal, wenn ich hier und das dann abbaue, vielleicht mit irgendwas, wo wir mehr von haben. Wahrscheinlich muss ich die ganze Decke mit zubauen.
So geht's. Aber ich hoffe, das ist nicht der only way, sonst ist es echt kacke. Oh Mann. Ah, die Malissa Stores buggen wieder rum. Ach komm. Das ist doch schade. Muss ich das verstehen? Gut, dann lassen wir die halt kurz wieder weg. Output full. Alles voll. Gut. Haben wir zufälligerweise noch... Ja, haben wir. Wie viel schaffen die? Maximal 4 Megarad bei 69 Kilonewton. Ich glaube, die gehen kaputt, wenn ich die da jetzt reinmache, aber... Wir gucken mal. Ja. Und ja, so rum ist richtig. Wir machen jetzt hier mal zu. Wieder aus. So, ist jetzt hier oben irgendwas? Ist da Energie drin? Stored Energy 0. Okay, da muss ich vielleicht noch mal gucken. Oder haben wir noch? Wir haben noch. Wenn ich das jetzt hier einfach mal kurz schließe. Wenn ich das einfach mal kurz schließe, war das letzte, was er sagte. dann passiert auch nichts. Oh, warum passiert denn da nichts? Ich glaube, hier oben kommt gar nichts an. Habe ich da vielleicht einen kleinen Denkfehler? Ich will es mal nicht ausschließen. Nochmal ganz kurz Saft. Ach ja, die Dinger drehen sich nicht. Das ist das Problem. Ich habe es falsch rum. Jetzt drehen sie sich. Und jetzt erzeugt der andere mit Sicherheit auch Energie. Dort Energy 0. Hier ist auch noch nichts angekommen. Ah ja, wir haben ja das Gerät hier. Die Folge hat jetzt nochmal ein bisschen Überlänge, aber einfach nur, weil ich kurz ein bisschen rumprobieren möchte. So, ist jetzt hier Strom drauf. Ja, 1300 Volt. Volt, 28 Ampere. Hier auch. Ah, okay, das da hinten füllt sich. Das heißt, die hier laufen jetzt auch. Speed, Torque. Okay, wir haben zu wenig. Okay, das da lässt sich eventuell dran arbeiten. Okay, damit kann ich leben. Es ging jetzt nur erstmal ums Grundsätzliche. Okay, alles klar. Also das nächste bedeutet hier oben die Lubricant-Fabrik ein bisschen zu optimieren. Damit die auch wirklich läuft.
Ja, und unser Atomreaktor hier, der eskaliert in der Zeit ein bisschen. Aber ich glaube, wir müssen so lange. Lassen wir das hier einfach mal. So lange brauchen wir nicht unbedingt neue Pebbles. Schauen wir noch einmal kurz runter, wie viel inzwischen verbraucht wurde. 33. Das geht aber, glaube ich. Also die sind hier alle voll. Ja doch, 33 ist völlig okay. Also das ist deutlich weniger, als wir produzieren. Und damit ist es okay. Und Uran haben wir auch eigentlich genug, als dass wir uns darüber keine Gedanken machen müssen. Okay, Leute, alles klar. Ich würde sagen, das hat doch soweit schon mal ganz gut funktioniert. In der nächsten Folge optimieren wir das Ganze noch, damit es auch wirklich durchlaufen kann. Außerdem bauen wir noch die zwei Turbinenblätter. Stimmt, die sind auch noch nicht fertig. Ups. Die beiden Turbinenblätter, die noch fehlen. Und dann läuft unser Atomkraftwerk. Coole Sache. Also dann, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.